Walnuss-Brownies einfach für 15 Stück 200 Gramm Walnusskerne 4 Eier, Klammer auf KI. M Klammer zu, 400 Gramm Zartbitterkuvertüre 200 Gramm Zucker, Klammer auf 70% Kakao, Klammer zu, 1 TI Vanillepaste, Klammer auf zum Beispiel 250 Gramm Butter www.torcato.de, 175 Gramm Mehl ersatzweise Mark von Salz, eine Vanilleschote, Klammer zu, 1 TI Backpulver, 2 Hexaliter Kakaopulver, erstens Walnüsse im Blitzhacker grob zerkleinern. Den Boden einer rechteckigen Backform, Klammer auf 30 x 20 cm, Klammer zu, mit Backpapier belegen. Kuvertüre hacken, mit der Butter in einer Schüssel im heißen Wasserbad schmelzen. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, Mehl sieben und mit 2 Prisen Salz und Backpulver mischen. Zweitens Eier und Zucker mit dem Schneebesen der Küchenmaschine, Klammer auf, oder den Quirlen eines Handrührers, Klammer zu, 8-10 Minuten cremig dicklich aufschlagen. Vanillepaste zugeben, nach und nach die abgekühlte Schokoladenmasse unterrühren, Mehlmischung und Walnüsse in mehreren Portionen sorgfältig unterheben, drittens die Masse in die Backform füllen und glatt streichen, im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der untersten Schiene 25 bis 30 Minuten backen. Brownies aus dem Backofen nehmen und in der Form auf eine Kuchengitter abkühlen lassen. Brownies aus der Form lösen, ihr 15 Stücke schneiden, mit Kakaopulver bestäuben und serviert.